Schreckmoment beim Skifahren. Wow. Dieser Sportler setzt gerade zur Abfahrt vom Mount Washington in den USA an, als er eine Lawine auslöst. Radio! Oh! Die Schneemassen reißen den 30-Jährigen mit, der schon nach wenigen Sekunden nicht mehr zu sehen ist. Zum Glück ist der Mann aber nicht allein unterwegs. Ein Freund fährt sofort hinterher. Beide Männer haben Kameras an ihren Helmen. So wird der Vorfall mitgefilmt. Die GoPro des Unglücksfahrers hält den Moment fest, in dem sich der Mann nicht mehr auf den Skiern halten kann. Scheinbar endlos rutscht er den Berg hinunter. Dann bricht die Aufnahme plötzlich ab. Grafiken zeigen, wie weit der Skifahrer durch die Lawine mitgerissen worden ist. Was die Kameras nicht mehr festhalten, der Verunglückte wird von seinem Freund und einem weiteren Sportler aus der Lawine befreit und von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann hat sich bei dem Unfall eine schwere Beinverletzung zugezogen, aber er lebt. Der Mount Washington ist mit einer Höhe von 1.917 Metern der höchste Berg im Nordosten der USA. Lawinen sind hier keine Seltenheit. Laut dem örtlichen Lawinenzentrum müssen im Schnitt jährlich 25 Personen aus dem beliebten Skigebiet gerettet werden.